Stefan Horngacher vor den Olympischen Spielen nochmal bei uns zu Gast. Und das hieße Eulen nach Athen zu tragen, wenn man jetzt die Bemerkung macht, dass er ein Erfolgstrainer ist. Natürlich ist er das. Aber Steff, diese Basis, die man mit den Erfolgen legt, das kann natürlich auch eine Belastung sein. Denn die Erwartungslage, die wird ja nicht geringer. Ja, definitiv. Also letztes Jahr war schon eine gute Saison. Da haben wir schon einiges vorgelegt und es war schon schwierig, da dran zu bleiben und nochmal ähnlich aufzutreten wie letztes Jahr. Ist uns, glaube ich, bis jetzt ganz gut gelungen. Wir sind wieder auf dem Weg, so wie letztes Jahr. Haben die Tournee gewonnen, haben 2 Medaillen gewonnen beim Skifliegen. Und jetzt fahren wir eigentlich mit der super Mannschaft zur Olympiade. Alle sind gut drauf. Zur Kobane sind wir gut gesprungen, gestern sind wir gut gesprungen. Also momentan läuft es okay. Für mich ist Kamil Stoch sportlich sowieso jenseits von Gut und Böse. Aber wie macht ein Athlet das im Alltag? Wie kommt er damit zurecht? Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber angeblich hat es eine Umfrage gegeben in Polen. Was wäre, wenn Kamil Stoch als Präsidentschaftskandidat antritt? Der würde wahrscheinlich gewählt werden. Das weiß ich nicht. Ja. Aber, vielleicht hätte er echt Chancen. Ne? Er ist schon sehr beliebt in Polen. Ne? Ja, wie geht er damit um? Er ist ja auch ein offener Typ und er lässt ja kaum jemanden stehen. Das ist ja auch eine Belastung. Man möchte ja vielleicht auch mal seine Ruhe haben. Ja, ja, der Kamil ist ein total bodenständiger Mensch. Und er ist natürlich immer zu haben, manchmal zu viel, macht zu viel manchmal. Aber er will es halt jedem recht machen und das macht ihn auch sympathisch, denke ich. Und er ist einfach ein super Sportler. Für ihn das Wichtigste ist Skispringen und er will einfach gut und weit springen. Lässt du deinen Athleten in der Öffentlichkeitsarbeit die lange Leine oder sagst du, Jungs, bis hierhin und nicht weiter? Ja, man muss schon Grenzen setzen, weil sonst artet es komplett aus. Speziell in Polen ist es ganz, ganz extrem mit den Journalisten und da gibt es schon ganz, ganz strenge Richtlinien mittlerweile, weil sonst werden wir die ganzen Journalisten, meine Athleten, versauen. Mhm. Mario Stecher hat mal gesagt, die Ergebnisliste ist das Evangelium des Leistungssports. Und es kann natürlich ganz schnell gehen. Jetzt verfolgst du mit Sicherheit auch, was die Konkurrenz macht. Die Norweger, die Deutschen, das weiß jeder, sieht jeder. Aber die Österreicher, deine Landsleute, die fallen auf einmal in ein Loch und jeder fragt sich, mein Gott, auch das haben wir schon angesprochen. Die goldene Generation, die springt nicht mehr mit Leutzel, mit Morgenstern. Kofler ist krank, Schlierenzauer ist nicht in Form. Ist das irgendwo normal, dass man nach 8 oder 10 Jahren, wo man absolute Spitze war, dass man da in ein Loch reinfällt? Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich kann es auch nicht beurteilen, weil ich keine Hintergründe weiß. Ich weiß nicht, wie was läuft in Österreich. Und kann zu dem eigentlich überhaupt nichts sagen. Nicht? Aber du registrierst es doch, du siehst es doch. Ja, hast du vielleicht auch Angst, dass sowas auch dir passieren könnte mit den Polen? Ja, natürlich, das kann immer mal passieren, sowas. Und deshalb muss man ein bisschen vorbauen für das und schauen, dass man im Nachwuchs hier ein bisschen mehr investiert und versucht, wieder neue gute Talente zu finden. Aber ich denke, die Österreicher waren letztes Jahr sehr erfolgreich mit mir und Stefan Graf. Die haben Doppelweltmeister geworden, den Gesamtweltcup gewonnen. Und es waren genau die gleichen Springer und die gleichen Trainer. Also ich denke mal, vielleicht liegt es nicht an dem, vielleicht liegt es an irgendwas anderes. Also. Ja. Aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich zu wenig Einblick habe. Nun bist du Erfolgstrainer und Erfolgstrainer haben gewöhnlich, das ist nicht nur im Fußball so, die haben auch diverse Angebote, jetzt frage ich dich ganz sicher nicht, wer alles schon bei dir angerufen hat und so weiter. Aber sicher ist Stefan Horngacher ein begehrter Typ und steht schon 100%ig fest, was dann in der nächsten Saison ist und darüber hinaus? Ja, 100%ig fest steht nichts. Ich will jetzt die Olympiade rumgehen lassen und nach der Olympiade werden wir Gedanken machen, wie es weitergeht. Also in Polen kann ich definitiv weiterarbeiten. Ja, das ist mir klar. Ja, also, haben wir schon ein Angebot gemacht. Ja, das ist logisch. Das wäre ja töricht, wenn sie es nicht machen würden. Ja. Und ja, ich fühle mich auch sehr wohl in Polen. Das funktioniert echt sehr gut da.
mit meinen Co-Trainern, mit dem ganzen Umfeld. Wie ist das in Polen, Steff? Gibt es da auch so eine Art Stützpunktsystem, wo du Regionaltrainer hast, die du anleitest? Wie funktioniert das? Ja, es gibt zwei Stützpunkte. Einer ist in Zakopane, gibt es auch eine Schule, so eine Sportschule. Eine gibt es in Szczyrk, so eine Sportschule. Und da kommen halt aus den Vereinen kommen da die jungen Athleten hin und trainieren dann in der Schule und kommen dann weiter in den Skiverband, C-Grader, und dann B-Grader, A-Grader, so ist das System. Und ja, es gibt einige Trainer, so Vertrauenstrainer da im Umfeld, mit denen man halt zusammenarbeiten muss und versuchen muss, auch im Nachwuchs ein bisschen was zu geben oder zu helfen, wie sie die Leute besser ausbilden können. Und wie ist jetzt dieser Kontakt, diese Vorbildwirkung, ich sag mal von Jura oder von Stoch oder von Hura, sag mal, gegenüber den Nachwuchsspringern? Gibt es da irgendwelche Kontakte? Gibt es da Wettkämpfe, wo die einen mal hinschauen und sagen, hey, du so und so? Oder? Ja, natürlich ist es immer gut, wenn du im Land Idole hast, speziell für die Jungen. Man sieht das jetzt im C-Kader. Wir haben letztes Jahr begonnen, den C-Kader ein bisschen mehr aufzupolieren. Und kommt schon der Erste raus, der Thomas Spiel, ist jetzt Vierter geworden bei der Juniorenweltmeisterschaft, das 2000er-Jahrgang mit 17 Jahren. Und es ist schon ausgezeichnete Arbeit, die da in 2 Jahren geleistet worden ist. Und da kommen wirklich junge Athleten nach, die auch den Speed oder den Flow haben, nach oben zu kommen zu wollen, weil auch sie sehen, okay, der Kamil, Schüler, Maciek und David, da wollen wir auch hin. Das sind für die Götter nicht und die wollen da hin. Mit 5 Springern fährst du nach Korea? Ja. Ja, na, ich glaube, das ist generell so. Ne? Ja, es dürfen nur 5. Ja, nur 5. Und ganz privat, womit wärst du zufrieden? Nach Pyeongchang? Ja. Ich wäre zufrieden, wenn beim Mannschaftsspringen jeder einen sehr guten Sprung macht. Geht es noch ein bisschen allgemeiner? Ja, in Dänemark sollten sie noch machen. Auch. Geht es noch allgemeiner? Ja. Die schnellste Anfahrtsgeschwindigkeit brauchen. Ja. Gut, also Medaille Minimum. Ich spreche nicht über Medaillen, ich spreche über die Leistung. Warum sprichst du nicht über Medaillen? Sag mir das. Weil, wenn ich Medaille gewinnen will, dann muss ich gut Skispringen. Ja. Dann muss ich mich aufs gute Skispringen konzentrieren und auf die Medaille. Aber kann man das nicht koppeln? Kann man nicht sagen, okay, ich will, dass wir gut Skispringen, ich weiß aber auch, dass wir gut Skispringen und wenn wir gut Skispringen, dann machen wir eine Medaille. So ist die Rechnung. Ja, dann bitte, dann nimm doch das Wort Medaille in den Mund. Nee, mache ich jetzt nicht, weil... Na, dann eben nicht. Nee, wir, jetzt auch nicht mehr, also wir fokussieren uns auf die Springen, weil man hat letztes Jahr gesehen in Pyeongchang, ist auf der Kleinschanze was wirklich windig, also richtig windig und da kann alles passieren. Mhm. Da kannst du gut springen und gewinnst nichts oder du springst schlecht und gewinnst. Also das war schon ein ziemlicher Mix auf der Schanzen und deshalb muss man den Ball flach halten und schauen, wie man da irgendwie durchschlupft, wenn da mal schlechte Verhältnisse sind und dann kommt es wirklich auf die Qualität an für die Sprünge und auf das sind wir 100% fokussiert und das werden wir durchziehen bis zum letzten Sprung von der Mannschaft. Wenn du einmal Pech hast, das kann passieren, jedem Künstler, aber 3 oder 4 Mal hintereinander hast du kein Pech. Also ich sage dir, du machst mit den Polen 3 Medaillen. Ja, wenn du das so sagst, hast du eigentlich immer recht gehabt, gell? Manchmal. Manchmal schon. Manchmal. Wenn das so ist, nehmen wir das natürlich sehr gerne mit. Ja. Okay. Okay. Steff, grüß die Truppe. Nochmal, du hast eine richtig, richtig gute Mannschaft. Auch in der Außendarstellung, das fällt auf. Ich habe das nicht zum ersten Mal gesagt. Sie können mit dem Publikum umgehen. Sie können teilweise mit dem Publikum spielen. Das gehört dazu, um sich zu verkaufen. Ob das von innen herauskommt oder ob ihr da Einfluss nehmt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Fakt und das ist gut so. Danke, das kommt von innen. Toi, toi, toi. Danke, Stefan Hongara. Danke.